Ja, liebe Freunde und Feinde, ich habe mal ein bisschen was fertig gemacht. Und zwar wollte ich mal was über den Wachdienst in den 1990er Jahren erzählen. Ein bisschen was über die Organisation, Abläufe. Und zwar nehme ich dann meine Kaserne, wo ich war, als Beispiel, und zwar die Niedersachsen-Kaserne in Dörfjarden-Barmbek. Das war zwischen Bremen und Hannover oder zwischen Pferde und Nienburg, je nachdem, wie man es gesehen hat. Ne? Die Kaserne war relativ groß damals. Gab viele Bataillone da drin, und zwar das Pi-Bataillon 120. Es war ein Korps-Pionier-Bataillon. Oder auch so, früher wurde es schweres Pi-Bataillon genannt. Dann gab es Pi-Bataillon 11, Pionier-Bataillon 11, da war ich. Das war das Pionier-Bataillon der 11. Panzergrenadier-Division. Dann gab es die Panzer-Pi-Kompanie 320, das war das, was war die Panzer-Pi-Kompanie der Panzergrenadier-Brigade 32. Dann gab es noch ein Raketenartillerie-Bataillon, das war das 32er. Die hatten erst Honus John und nachher dann die Lars. Und dann gab es noch eine Flak-Gruppe mit Hawk, die hatten jede Menge Außen, oder drei, glaube ich, drei Außenstationen, ihre Abschussbasen da außerhalb, gehörten zum Ring von Bremen damals, zum Flakgürtel. Und ja, als erstes gingen dann die Raketenartilleristen, wurden aufgelöst, dann das Pi-Bataillon 120, dann gab es das Transportbataillon 11, wurde neu aufgestellt, wo ich nachher hin bin, als Pi-Bataillon 11 aufgelöst wurde. Gab also mal so einen eifrigen Wechsel. Ne? In Barmbek war es so, dass die Truppe die Kasernenwache immer selbst stellte. Ne? Es waren also vier Wachgruppen zeitweise. Später mit Auflösung wurden es dann immer weniger. Und Gliederungen waren halt Offizier vom Wachdienst, ne? Oder Offizier von der Wache und der Militärkraftfahrer. Die hatten ihr eigenes Gebäude. Dann gab es halt für die Kaserne Wachhaben, stellvertretende Wachhaben, acht Wachsoldaten. Es wurde später auf sechs reduziert am Ende. Dann hatten wir die Wache VKK Verden, sogenannte Kekswache. Ne? Auch mit sechs Wachsoldaten und Wachhaben, stellvertretender. Dann Wache Stand- und Niederlagedienst Trupp, genauso. Und Wache Korps Depot Hassel. Auch sechs. Zwei. Sechs. So. War also ziemlich viel. Das waren 28 Mann pro Tag, jeden Tag. Alle 14 Stunden. Das war schon für eine Kaserne eine ganz schöne Belastung, zumal nachher immer mehr Einheiten aufgelöst wurden und ganz am Ende nur noch das Transportbataillon 11 da war. Da waren 28 Mann pro Tag echt viel. Musste. Hier habe ich mal die Niedersachsen-Kaserne. Ein Luftbild, ein altes. Also die Kaserne gibt es nicht mehr. Es steht heute kein Haus mehr dort. Nicht ein einziges. Doch, zwei, drei alte Bunker stehen noch. Berichtige. Hauptwache Tor 1, das ist da, wo jetzt das Wolf Center ist. Da war die Wache untergebracht und am Nebentor 2 war der OVWA mit seinem MKF und hat da gehaust. Ne? Und dann gab es noch tagsüber eine Südtorwache, da saß dann ein Mann und hat geguckt, wer dann so vom Truppenübungsplatz oder Standortübungsplatz reinfuhr in die Kaserne. Das war echt langweilig. Tut mir echt leid für die Jungs. Dann gab es das Korps Depot 172 in Hassel. Das war echt am Arsch der Welt. Da musste man erstmal hinfahren. Dauerte bestimmt 20 Minuten, bis man da war. Ne? Meistens mit dem VW-Bus oder so wurde man hingekarrt oder mit dem Tonner. Ne? Oben ist die Wache. Ist jetzt ein Motorradclub drin. Und unten waren die Bunker. Das heißt, man musste erstmal 200 Meter gehen oder so. Ne? Dann war man irgendwann bei den Bunkern. Und das lief dann so ab, dass immer zwei Mann Streife liefen unten am Bunker. Zwei Mann konnten ruhen und zwei Mann haben sich oben das Tor abgewechselt. Und die zwei, die unten liefen, hatten so einen Plan. Da steht dann drauf, also zwischen den Bunkern hingen Telefone. Und dann hieß es immer nur 13:15 Uhr, Telefonbunker 1, 13:20 Uhr, Telefonbunker 4. Man muss immer hinlaufen, sich dann da melden. Und der Wachhabende oder der Stellvertreter, die mussten dann immer gucken, dass die Liste auch stimmt. Wobei das hat irgendwann keiner mehr richtig beachtet, ne? Also egal. Und irgendwann mussten dann zwei Mann los und die beiden unten ablösen. Ja, dann tippelten die los, die unten wurden abgelöst, dann kamen die anderen wieder zurück und konnten sich hinlegen. Und wir haben zum Beispiel Pizza bestellt in Dörfherden, die kam dann rausgefahren, das dauerte auch ewig. Ne? Dann haben wir Pizza gegessen, Musik gehört, Fernseh geguckt, ne? Damals noch zum Röhrenfernseh, ne? Da mit einem Videorekorder, ne? Und dann wurde dann da geguckt. Also das war 24 Stunden echt langweilig, ne? Das war richtig ätzend. Aber naja, ging.
Dann hatten wir noch das Sondermunitionslager und Standortmunitionslager in Dienstrop. Es bestand aus zwei Depots. Ne? Rechts war das Sondermunitionslager der US Army. Da hatten die Amis Kernsprengköpfe drin. Also Artilleriegranaten und Raketensprengköpfe. Die haben die auch selber bewacht mit einer eigenen Abteilung. Ne? Und dann gab es die Standort-Munilager, da war die, die Grundbeladung der in der Kaserne beheimateten Einheiten drin. Ne? Oben war die Wache, unten war so ein See, da saß dann meistens der Depotkommandeur und hat, oder Depotkommandant und hat immer schon geangelt. Ne? War auch eine stinklangweilige Wache. Fantastisch. Ne? Das ist die Einfahrt damals, das ist das Wachgebäude, was da ist. Ne? Das ist einer von diesen Moonbunkern. Links hier sieht man mal von den Amerikanern das Wachgebäude mit dem Turm. Also es war richtig hart bewacht, weil da waren halt Kernsprengköpfe gelagert. Ne? Und die Amis hatten da auch immer scharfe Munition und waren richtig giftig. Ne? Und ja, links davon hier sieht man, oder rechts ist einer dieser Moonbunker. Drei von diesen Atombunkern gab es, von den drei Moonbunkern. Die sind mittlerweile auch abgerissen und das ganze Gelände hat ein Bauer für, ich glaube, Stroh lagert er da irgendwas. Ne? Dann gab es noch in der Pferden, gab es noch die Aller-Kasernen-Pferden vom Verteidigungskreiskommando 254, aufgelöst 94. Ich habe noch Wache gemacht, ein paar Mal. Und das war die ätzendste Wache ever. Die war echt langweilig. Ne? Das Gelände war klitzeklein. Das war vielleicht 50 mal 150 Meter. Mehr ist das nicht. Ne? Und dann saß man dann vorne in dem Wachgebäude, was hier auch eingekreist ist. Ne? Und dann schickte man immer seine zwei Leute raus. Die liefen dann darum. Ne? Es wurde später auch auf vier, ganz zum Schluss, glaube ich, auf vier Wachsoldaten gekürzt, dass da dann nur mit sechs Leuten da saßen. Ne? Und das war auch so. Diese drei Lagerhäuser, hier sind nur zwei zu sehen. Eins wurde gesprengt, weil hier daneben die Firma Keks Freitag hat erweitert, dann haben sie den einen Block mit Mühen abgerissen, die sind auch von der Wehrmacht, diese Lagerhäuser. Und das war so, dass immer wenn die Streifen am Zaun langgelaufen sind, kamen immer die von Kriegsfreitag und haben eine Kriegswaffelmischungskarton, so einen großen Karton über den Zaun geschmissen, ne? Und die stapelten sich eine Wache nachher, ne? War echt nett. Und die Lagerhäuser standen voll mit EPA-Kartons. Also ich war mal in einem drin, da waren ein paar Stofis am Arbeiten, bin ich reingegangen, hab mal reingeguckt, ne, und da waren palettenweise, da waren tausende von EPAs, ne, für einen Ernstfall gelagert, ne. Haben wir auch immer was mitgekriegt, so war es nicht, ne. Und schöne Anekdote, weil das Gelände so klein war, es war irgendwann mal wirklich verschneit und bitterkalt, 92, 93, und ich war wachhabender dort, als Ufts oder Stufts, weiß ich nicht mehr, und dann habe ich irgendwann gesagt, es war so kalt und so, es hat so geschneit, da habe ich gesagt, ey, scheiß drauf, ne, wir gehen jetzt erstmal, ich schicke da jetzt erstmal keinen raus, ne, weil wer soll denn kommen, ne, sollen die Russen kommen und EPA-Pakete klauen, glaub nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, gut, wir bleiben jetzt erstmal drin, ne. Und dann war es damals immer so, dass der Wachhabende in Barm in der Sachsenkaserne die Außenwachen angerufen hat und gesagt hat, wenn der OVWA zu einer Kontrollrundfahrt aufgebrochen ist. Und dann wussten wir in Hassel und in Dienst, hier, die Standort Munilerlage in Diensthof, wo das erste aufgelöst. Das war erledigt. Dann hatten wir nachher nur noch die in Hassel und in Pferden. Und hat der, wenn der OVWA losgefahren ist mit seinem MKF, hat der uns angerufen und gesagt, der OVWA ist unterwegs. Dann haben wir gesagt, alles klar. Der OVWA hatte so einen Plan, so einen Zeitplan, wann er welche Wache kontrollieren musste. Meistens war er dann einmal in Pferden und zweimal hat er die in 24 Stunden die Wache in Hassel kontrolliert. Und er hat angerufen und dann habe ich nur gesagt, okay, dann kommt er halt. Und dann fiel mir ein, Scheiße, draußen ist ja Schnee. Das ist schlecht. Dann sieht er erst, wenn ich gelaufen sind. Ne? Dann habe ich zwei Lanzer geholt, die zwei Wachen, hab gesagt, kommt her, ihr müsst jetzt hier einmal, lauft hier mal nur hier vorne, einmal hier am Zaun lang und zum Wachgebäude und Dings. Ne? Und dann haben die das gemacht, einmal nur so am Zaun lang gelaufen, dann einmal so zur Wache gelaufen und einmal quer über den Hof gelaufen. Und dann sind sie wieder rein. Dann kam der OVWA, ich habe den gemeldet, ne? So von wegen hier. Ne? Keine Vorkommnisse und so.
Und meistens wollten die keine Meldung haben, weil man kannte sich ja eh. Ne? Und dann guckte er nur, der ist gar nicht aus, der stand am Auto, guckte nur die Spuren an, sagte, was sagt er? Sagt er, uff, du lässt bei dem Wetter die Leute laufen. Naja, sagt er. Ne? Und ist eingestiegen, ist wieder weggefahren. Ne? Hat ins Wachbuch geschrieben, dass er kontrolliert hat. Ne? Gab so ein Feld, Kontrollvermerke. Dann hat er reingeschrieben hier, Kontrolle, Unternahme, Dienstgrad, Uhrzeit. Und dann sind wir weggefahren. Ja, dann haben wir uns da weiter abgeschädelt. Ne? Dann haben wir auch meistens so Pizza bestellt und so. Ne? Das war immer ganz angenehm da, die Wache. Aber wie gesagt, es war total langweilig. Ne? Es war so langweilig. Aber gut, wie war denn der Ablauf bei so einer Wache? Ne? Dienstübernahme OVWA 7:30 Uhr. Ne? Das heißt, wenn ich OVWA war nachher als Feldwebel, Oberfeldwebel, habe ich den Dienst um 7:30 Uhr übernommen. Pistole musste ich selber mitnehmen und Magazine. Und die Munition war da in so einem Stahlschrank. Ne? Dann habe ich da meine 16 Schuss übernommen. Und habe mich dann eingesetzt. Erstmal. Und habe mich ein bisschen vorbereitet. Ne? Was für Befehle lagen da, die man vielleicht lesen musste. Ne? Ist irgendwas Besonderes, was da passiert. Ne? Das sollte man immer mal so ein bisschen im Auge behalten. Die Wachmannschaft kam um 8:45 Uhr. Hat dort, na, noch nicht übernommen, sondern die trat erstmal an. Dazu, Moment. Die Wachmannschaft trat um 8:45 Uhr an. Und ich habe dann ganz kurz erstmal kontrolliert, ob alle auch da sind. Und habe, wenn ich schlecht drauf war, stichprobenartig kontrolliert, ob die Soldaten ihr Schießbuch haben mit dem eingetragenen Wachschießen oder ob alle ihre Erkennungsmarke dabei hatten. Das war nämlich Befehl. Die mussten ihre Erkennungsmarke dabei haben. Also Erkennungsmarke, groß und kleines Verbandpäckchen, böse. Und ihr Schießbuch, in der die Wachausbildung und das Wachschießen eingetragen war. Und das habe ich ab und zu mal gemacht. Und man glaubt gar nicht, wie viel Gefreite, Obergefreite da standen, die im Leben noch kein Wachschießen gemacht haben. Ne? Die habe ich dann nach Hause geschickt zur Kompanie. Ich habe gesagt, ich brauche einen neuen Soldaten, der das Wachschießen hat. Er durfte nicht an der Wache teilnehmen, wenn er kein Wachschießen hatte. Weil das bedeutete nämlich, dass er auch keine Wachausbildung hatte. Böse. Ne? Das war dann da. Ne? Die Vergatterung war um 9 Uhr. Was ist Vergatterung? Ist oh, das muss ich nochmal richtig erklären bei meiner Serie hier Bundeswehrbegriffe. Vergatterung bedeutete in der, ich muss mal gucken, ich mache das nochmal da, wo das Wort herkam, weiß ich gerade gar nicht. Vergatterung bedeutete den Unterstellungswechsel der Soldaten vom Kompaniechef auf den Offizier vom Wachdienst. Wenn ich gesagt habe, Vergatterung, ne? Also stand die Mannschaft da, ne? Entweder alle oder später halt nur noch eine, ne? Aber wo die Außenwachen noch waren, standen dann da halt drei oder vier Gruppen nebeneinander oder hintereinander. Und dann habe ich gesagt, la la la, hab kurz nochmal gesagt, worum es geht, ob es irgendwas Besonderes gibt, ne? Ja, und habe ich dann gesagt, Wache Schildschanden, Vergatterung, Wache rührt euch. Und das war der formelle Unterstellungswechsel der Wache vom Kompaniechef, also von der Kompanie, auf den OVWA, auf den Offizier vom Wachdienst. Und in dieser Zeit hatte ich die Befehlsgewalt über die Soldaten, und nicht mehr der Kompaniechef. Ja, das war die Vergatterung. War immer ganz, das war so, das war ja Tradition, ne? Die Wachbelehrung der Folgewache war anfänglich um 15 Uhr. Das heißt, um 15 Uhr habe ich die Wache des nächsten Tages belehrt. Wachbelehrung, das heißt, alle Soldaten kamen ran und MKF auch. Dann wurden nochmal die wichtigsten Vorschriften durchgegangen. In meiner Zeit war das in dem U-Raumgebäude gegenüber der 4. Kompanie oder wenn man vor der Kantine stand, in dem U-Raumgebäude rechts der Kantine. Da war so ein Tageslichtprojektor drin mit so einem Folienordner. Ne? Und dann bin ich mit dem Folienordner, habe ich dann so die wichtigsten Sachen, ne? Also anrufen oder Warnschuss und dann gezielt schießen, bla, diesen ganzen Kram. Ne?
nicht auf Kinder schießen, diesen ganzen Kram, was da so bei war, ne? Und das dauerte meistens eine halbe Stunde, ne? Dann habe ich das so durchgegangen, dann habe ich immer geguckt so oder gefragt, ob das eine erfahrene Wache ist, ob die Wachhabenden und die Stellvertreter das schon mal gemacht haben, weil dann war es halt sehr viel einfacher, ne? Für mich. Und ja, habe dem MKF gleich gesagt, sie bringen mit ein Auto, einen Fernseher und einen Videorekorder. Dankeschön, ne? Und dann wusste er Bescheid. Später wurde das mal auf 8 Uhr morgens verändert. Das bedeutet, direkt vor der Übernahme Wachmannschaften Vergatterung. Ich weiß nicht mehr genau, ab wann das war, aber irgendwann war es dann morgens. War auch schlauer eigentlich, muss man ja mal sagen. Flaggenparade 18 bis 18 Uhr und 6 Uhr. Flaggenparade bedeutete das Einholen, das Hissen der Flagge, der Bundesdienstflagge, die am Tor hing. Und wenn es einen extra Befehl gab, ne, der kam dann, der lag dann als Zettel da drin, auch noch andere Flaggen. Ne? Es gab also einen Schrank, da waren die ganzen Flaggen drin. Ne? Und die Bundesdienstflagge natürlich in der Mitte immer ständig, natürlich. Und wenn ein hoher Besuch kam oder so, dann wurde zum Beispiel die NATO-Flagge gehisst oder auch eine andere Nationalität. Wenn jetzt zum Beispiel Franzosen kamen, wurde Franzosenflagge gehisst. So ungefähr, ne? Und das war 18 Uhr und 6 Uhr. Ne? Holt nieder Flagge. Ne? Heißt Flagge. Und dann wurde die schön hochgemacht. Ne? Alle stehen dann da mit im Stillgestanden. Ne? Port-au-prince salutieren. Und dann wurde die Flagge hochgeholt oder runtergeholt. Und es gab immer richtig Ärger, wenn die Flagge auf den Boden fiel und dreckig wurde. Ne? Übrigens, diese ganzen Geschichten von wegen Flagge falsch rum aufziehen oder so, ging in Barme nicht. Ich weiß nicht, ob es überall so war. In Barme ging das nicht, weil oben war ein Karabiner an der Flagge. Die wurde in eine Öse an dem Flaggenseil eingehangen und unten war ein Knebel aus Holz. Und man konnte die nicht falsch rum anbauen. Also wenn das mal einer erzählt, so, oh, dann war die Flagge falsch rum aufgezogen. Also bei uns ging es nicht. Ob es anderswo ging, weiß ich nicht. Ne? Aber es ist so eine Geschichte, die ist immer nett. Aber wie gesagt, bei uns war das so nicht möglich. Und wehe, die lag auf dem Boden, die Flagge. Ne? Wir haben auch welche gehabt, die haben die dann dreieckig gefaltet wie bei den Amis. Und ach, das war, aber es war, naja. Ne? Und irgendwann, wenn die Flagge zu kaputt war, wurde sie ausgetauscht. Gab es eine neue. Wurde die alte ausgesondert. Und dann gab es eine neue. Ne? Gab auch mal so Versuch, mit den 90er Jahre Wachschichten einzuführen. Das war eine Katastrophe. Ne? Es waren zwei Wachschichten. Die sollten 5 Tage Wache, 5 Tage durchmachen. Und zwar 12 Stunden Wache, 12 Stunden frei. Das war eine nette Idee, aber es war für den Arsch. Ne? Also wurde auch abgelehnt. Also es hat sich überhaupt nicht bewährt, wurde auch nicht gemacht. Ne? Haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht. Das kann man vergessen, das ist Blödsinn. Ne? Was gibt es noch so für Anekdoten? Das mit den Kühen habe ich erzählt, das mit dem Trecker, mit den Dings habe ich erzählt. Dann habe ich erzählt, ja, Pizza natürlich, ne? Durfte man natürlich nie wissen. Später, als ich auf OWA war und bin dann losgefahren, wusste ich ganz genau, dass die Wache jetzt die Außenwachen anruft, ne? Und den Bescheid, sodass ich komme. Und das wusste halt jeder OVWA. Jeder OVWA war ja früher ein Offizier, der dann auch diese Wache gemacht hatte. Ne? Von daher wusste es halt jeder. Und das war auch völlig okay. Dass die Pizza gegessen haben, obwohl es verboten war, wussten wir auch, dass das passiert. Ne? Deshalb war uns das eigentlich ziemlich, ziemlich egal. Ne? Gab noch so ein paar Situationen in der Kaserne, wo ich OVWA war. Einmal war es so, da ruft die Wache an und sagt, ja, wir stehen hier an der Tankstelle und hier liegt eine Bombe. Und ich habe gesagt, verarscht ihr mich? Wie eine Bombe? Ja, ich soll mal herkommen. Na gut, habe ich mich auf den Weg gemacht, ne? Bin dann da hingefahren mit dem MKF, mit dem Militärfahrer, ne? Bin ich hingefahren. Und dann war da so eine zusammengebastelte, aus Papprollen zusammengebastelte Bombe. Da habe ich gesagt, wollt ihr mich verarschen? Und die meinten nur, nee, lag hier so. Ich so, alles klar, ich nehme die jetzt mit, ne? Dann habe ich die nun am Arm geklemmt, bin zur Wache gefahren, ne? Und dachte ich nur, naja, das ist ja komisch. Da musst du mal aufpassen. Und dann habe ich den Führungsoffizier aufs Führ angerufen. Offizier im Führungsdienst. Und habe gesagt, hier, Meldung, ich habe hier eine Bombenattrappe gefunden, ne? Was soll ich machen? Und dann sagte er nur, nee, ist okay, das war ein Test, ist, ob die Wache aufpasst, ne?
war es erledigt. Ne? Da war ich ja gut, super, ne? Schwachsinn. Und ein anderes Mal, da war ich Jungufts in Barmen, das war tricky. Da hat einer angerufen, also eine Streife angerufen. Funk ging wieder nicht. Und dann sind die irgendwie zum nächsten UVWA zum nächsten UVD gelaufen, haben dann angerufen. Und das müsste damals die fünfte Pi, nee, das war nicht, die sechste, müsste sechste Pi 11 gewesen sein, glaube ich. Die gegenüber, die auf der anderen Seite vom Sachsenplatz beheimatet war. Auf jeden Fall haben sie angerufen und gesagt, da sind welche im Tarnanzug und klettern auf Panzer rum. Und ich sagte, ja, es kommt vor, wir sind Bundeswehr. Ne? Und sie meinten die, nee, jetzt sind keine Bundeswehrsoldaten. Ich so, ach du Scheiße. Dann bin ich hingefahren, ne, mit dem Fahrrad damals als Wachhabender, ne, mit dem Fahrrad hingeradelt, ne, dem UVW, hab dem Wachhabenden Bescheid gesagt, dem UVWA Bescheid gesagt. Ne, und ich bin dann hin. Und die beiden Soldaten standen dann da mit ihren G3 da im Hüftanschlag so ungefähr. Ne, und ich dachte, was ist los? Ne? Dann waren das zwei Kinder, die sind irgendwo durch den Zaun geklettert. Passiert ja immer, dass da Tiere unten rumgewühlt sind. Und sind da auf eine Panzerung geklettert gewesen. Ne? Dann habe ich gesagt, so, das ist, ne, da bin ich hin, habe die eingesackt, die beiden. Ne? Die waren vielleicht so 10, 12, 13 Jahre mit so irgendwelchen US-Tarnklamotten an oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Dann haben wir die beiden Dorfpolizisten aus dem Rathaus in Dörfjarden angerufen, die haben die dann abgeholt. Ne? Die meinten dann so, ja, bringen wir nach Hause. Und da war halt so, war Schall, ne? Anderes Mal war ich Wachhabender und hatte Silvesterdienst, das weiß ich noch, Silvesterwache. Und ich kam ja aus Verden, ich war ein Heimschläfer, ein Heimscheißer, wie es immer schon heißt, ne? Und habe dann die Streife losgeschickt nachts und die Runde, die sie hatten, ging tatsächlich über 0 Uhr, über den Jahreswechsel weg, ne? Und dann sagte der eine schon, oh, sagt er, ich habe es immer freiwillig gemacht, weil es gab immer Zulagen, Feiertagszulage und was ich was, 24-Stunden-Zulage. Und mir war es eigentlich egal, weil ich hatte eh keinen Bock da zu feiern oder so, war ich damals nie so für, auch Weihnachten und so, ne? Habe ich immer gerne Dienst gemacht, ich war ja eh immer zu Hause. Und dann konnte ich immer sagen, na gut, ich mache den Dienst, dass die weiter weg wohnt, nach Hause können. Die waren immer sehr dankbar, war immer ganz nett. Und ja, um 0 Uhr knatterte das also in Barmen und in Dörfern, dass das Feuerwerk gehört. Ne? Und plötzlich flogen dann zwei Leuchtkugeln vom Südtor hoch. Ne? Und ich dachte nur, ach nee, ne? Sag ich, ne? Ja. Es war natürlich klar, ne? Die haben jetzt auch die beiden Lanzer da auf Streife, haben Silvester gefeiert, ne? Haben dann 2 oder 3 Schuss abgegeben mit der SIGPI, ne? Und dann sagte der Kasern, der vorne am Tor war, sagte, ah, da fliegen Leuchtkugeln hoch, ne? Und ich wusste auch, da passiert nichts, was soll denn da sein, ne? Und ja, dann kamen die wieder und nicht so uns, sage ich, Silvester gefeiert und die beiden Lanzer sagten dann so, ja, wir haben Geräusche gehört am Zaun und um das zu kontrollieren, haben wir dann Vorfeldbeleuchtung geschossen. Da habe ich gesagt, ja, ist okay. Dann habe ich das auch so ins Fachbuch eingetragen und gab auch keinen Ärger danach. Ne? Muss am nächsten Morgen dann halt dem neuen Wachhabenden, der mich abgelöst hat, musste ich dann halt das sagen, hier von wegen 3 Schuss verschossen. Ich glaube, 3 Schuss waren das. Ne? Und habe es ins Fachbuch eingetragen. Und dann musste halt die Moon-Gruppe beim nächsten Arbeitstag, ich weiß nicht, am 27. oder so, am 28. Dezember muss dann halt 3 neue Schuss rausrücken dafür. Ne? Das war okay. Aber es passierte sowas, ne? Dass mal sowas gemacht wurde. Da muss man sportlich drüber stehen. Ne? Wichtig war auch immer ganz wichtig, dass morgens die Einlasskontrolle zum Dienstbeginn. Es war ja so, um 7 Uhr war Dienstbeginn. Und ab 7, also 6:30 Uhr kam dann wirklich diese ganze Malhalla der Heimschläfer, die von zu Hause kamen und dann alle erstmal zur Kaserne wollten. Ne? Und das war immer wichtig, keinen Stau entstehen zu lassen. Ne? Da habe ich mich als UVWA immer ganz nach vorne gestellt, als Erster. Und weil damals war es so, die Leute, die
bekannt waren, durften ohne Kontrolle einfahren. Ne? Dann habe ich immer nur gesagt, durch, 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 ne? Weil die meisten kennt ich doch. Ne? Und wenn der Kommandeur kam mit seinem Privatauto, das kannte ich auch schon immer. Und der fuhr meistens durch und nur wenn er abgebremst hat und das Fenster runter macht, dann hat man ihm halt Meldung gemacht. Ne? Dann habe ich halt gesagt, hier, ne, Oberfeldwebel Hübner, ich eingeteilt als OVWA, keine solchen Vorkommnisse. Und dann sagte er, meistens hat er irgendwas gefragt, was er gehört hat oder so, Feueralarm im Nachbarort oder so, ob wir das waren. Das kam in den 12 Jahren vielleicht 3 oder 4 Mal vor tatsächlich, dass ich da eine Meldung machen musste. Die meisten Kommandeure sind einfach so durchgefahren. Ne? Einmal kam der Regimentskommandeur. Unser Kommandeur hatte immer als Dienstwagen einen grünen Opel Astra oder ein Omega. Astra oder Omega, keine Ahnung. Und der Regimenter hatte einen kleinen Mercedes in Grün und der Divisioner hatte einen großen Mercedes in Grün. Das muss man immer schon sehen, ne? Wenn der oben angefangen kam, die hielten dann immer an der Zufahrt ab. Die Zufahrt war so 1 Kilometer lang. Und meistens war es so, da wo jetzt das Wolf Center ist, da war früher das Soldatenheim, da hielt der Fahrer kurz an. Hat den Stander angebaut und ist dann weitergefahren. Dann wusste ich schon immer, oh, da kommt jetzt ein Wichtiger. Ne? Weil die sind halt nicht mit dem Stander über die Autobahn gefahren oder so. Ne? Der Divisioner, der Divisionskommandeur kam ja aus Hannover, der Regimenter kam aus, der Regimentskommandeur, die Regimenter, wie wir sagten, kam aus Delmenhorst. Und ja, der kam dann angefahren und dann haben wir immer schon, oh, ne, wenn die dann, die haben auch meistens Wert gelegt auf eine Meldung, ne, dass man schön gemeldet hat. Wichtig war es, sich die Fotos anzugucken, die hingen als Schwarz-Weiß-Bilder im Wachgebäude, also Kommandeur, Kasernenkommandant, dann der Divisionskommandeur, Regimentskommandeur oder damals beim Pionier Brigadekommandeur von der Pri-Brigade 20. Die hingen dann da, dass man die auch erkannte, wenn sie kommen. Und wehe, man hat es verpasst und kontrollierte diese Herren, dann war es ein bisschen blöd. Auf jeden Fall ging das dann durch, diese ganze Kontrolle schnell, schnell rein, rein, ne? Wie gesagt, die Chefs hatten ja meistens Wölfe als Fahrzeuge damals dann. Der Bataillonskommandeur Vectra Omega und der Standortpfarrer, unsere evangelische Sündenabwehrkanone, der hatte einen Passat und zwar, das weiß ich noch, so einen mit Fließheck, so ein Coupé hinten. Und der hatte einen Wehrpflichtigen, einen Obergefreiten meistens, oder einen Gefreiten, Obergefreiten, als Pfarrhelfer. Und die haben dann auch Gottesdienste gemacht und haben auch so immer Unterrichte gemacht. Ne? Gerade nachher, wo ich in der Grundausbildungskompanie war, in der 5. Transport 11, da war es so, dass der Pfarrer immer kam und hat Unterrichte gemacht. Ne? Hier Seelsorge und psychische Belastung und so. Ne? Gab immer Butterkuchen, gab was zu trinken. Das war ganz nett. Der war auch cool, der Typ, der Kasernenfahrer, ne? Der lebte auf so einem, der hatte so ein Häuschen hinten am Richtung Südtor, hatte der sein Häuschen. Das war ganz lustig da. Ne? Ging. Ja, und wie gesagt, Wache. Im Durchschnitt hatte ich einmal im Vierteljahr hatte ich Dienst. Früher, vorher so UVD und so. Ich habe auch an Feiertagen immer gerne Dienst gemacht. Die anderen konnten, die weiter weg wohnten, konnten dann zu Hause bleiben, waren dann mir ewig dankbar. Das konnte ich dann immer ausnutzen. Und mir war es egal. Ich habe ein Buch mitgenommen. Einmal zu Heiligabend war ich UVD in der vierten. War das in der vierten P11 oder nachher schon in der ersten P11? Das war in der ersten P11 schon. Nachher. Da kam der Kommandeur und hat alle UVDs, die Heiligabend Dienst gemacht haben, kam der vorbei, hat uns dann so eine kleine Tüte Süßigkeiten gebracht. Also für den UVD und für den GVD, für den Gefreiten vom Dienst. Das fand ich mal cool. Ne? Und bei mir, ich hatte so Geschichtsbücher da liegen. Ne? Hauptsächlich damals, weiß ich noch, über den Luftkrieg ganz viele. Und mein Kommandeur damals, boah, war das. Ich weiß jetzt nicht, ob das Oberstleutnant Finkeldey war oder Oberstleutnant Heck, einer von den grauhaarigen Älteren war das. Der hat gesagt, er hat Geschichte studiert. Und ja, dann blieb er bei mir sitzen. Ich weiß nicht,
Welcher Kommandeur das war? Klein, grauhaarig. Keine Ahnung. Und dann haben wir da echt erstmal eine Stunde, anderthalb Stunden nur über Geschichte gesprochen. Na, er hat einen Kaffee mitgetrunken und dann haben wir nur, ja, fand ich sehr, sehr, sehr cool das Ganze, ne? Gab also gute Kommandeure, die ich erlebt habe. Ich gab furchtbare Kommandeure. Aber naja. Wie gesagt, so Dienste waren immer sehr gern genommen. Was gibt es noch zu sagen zu der Wache? In anderen Kasernen gab es damals schon Zivilwachen, bei uns bis zur Auflösung nur die militärische Wache. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich finde eine militärische Wache eigentlich fast besser. Wenn ich mich teilweise die Zivilwachen sehe, denke ich nur, Alter, ihr bewacht euch noch nicht mal selber, ne? Aber gut, ne? Es sind irgendwelche eher minder bez oder mäßig bezahlte, teilweise hier Subunternehmen. Securitas und so, ist ja noch nicht mal Bundeswehrangestellte. Also das war, ja, muss man wollen, muss ich sagen, ne? Geht. Gut, das war's zum Thema Wache eigentlich. So, Wache in der Sachsenkaserne. Bei Wind und Wetter stand man dann da. Die Kontrollen durch den Kommandeur waren, wir hatten einmal einen Kommandeur, der war, naja, semi-beliebt. Der hat sich vorher gezeigt, zum Beispiel, der kam aus dem Nachbarort, aus Hassel. Und der hat zum Beispiel, der hat sich vorher angeguckt, die Kontrollzeiten des OVWAs. Und wenn der OVW auf Kontrollfahrt ist, dann ist der in die Kaserne gekommen und hat kontrolliert, ob der OVW auch seine Kontrollfahrten gemacht hat. Und ich habe es immer gemacht, weil ich war froh, dass sie mal rauskommen. Und es gab einmal einen Oberfeldwebel, diese Kontrollen, die einen nach hinten, die anderen nach vorne geschoben, damit er ein bisschen schlafen konnte am Stück, damit er irgendwie 3 Stunden am Stück schlafen konnte. Ne? Und ja, dann gab es erstmal richtig Ärger vom Kommandeur wegen Wachvergehen. Das ist mir zum Glück nie passiert. Das wäre auch so ärgerlich gewesen. Ne? Und wir hatten auch einmal einen Wachhabenden in Verden bei der Kriegswache, VKK Verden. Der kam aus Verden und ist während seiner Wache kurz nach Hause gefahren, weil er irgendwas holen wollte, ne? Und das wurde auch bemerkt. Das war halt dann auch dumm. Ungünstig zumindest. Sehr ungünstig. Konnte dann ein bisschen die Karriere beeinträchtigen, natürlich. Ja, muss man immer aufpassen. So. Was haben wir noch? Ach so. Übliche Thema, ne? Ab und zu mal passiert es immer, dass man einen Schuss sich löste. Wenn man die Waffe fertig lud oder auch entlud, dann hatte man da so eine eingebuddelte, sandgefüllte Tonne, da musste man die Mündung reinhalten, dann kam es ab und zu mal vor. Ne? Ich hatte es nie gehabt, aber ich habe es halt gehört auch so von meinen Kameraden. Es kam sehr oft vor nachts, wenn die Soldaten übermüdet waren und eh keinen Bock hatten, vor allem wenn das Wetter schlecht war oder so, dann haben die ihr G3 genommen, ne? Dann wurde nachts ja gleich fertig geladen an der Wache. Ne? Das heißt, gehen mit Magazin rein, fertig geladen, dann liefen sie ihre Runde. Und wenn sie dann, wenn das Wetter schlecht war, sie waren müde, ne? Nachts dunkel, dann kam es ab und zu mal vor, da habe ich eigentlich immer sehr darauf geachtet, dass die zur Sicherheitsüberprüfung hat man das Magazin entnommen, dann hat man die Hand über Patronenauswurf und Magazinschacht gelegt, dann hat man mit der linken Hand die Waffe einmal gespannt, den Verschluss nach hinten gezogen, dann fiel ja die Patrone raus in die Hand. Konnte man die wieder ins Magazin legen, war alles gut. Ne? Und manchmal war es so, dass die Leute, wenn die richtig, richtig müde waren, dann haben die das Magazin drin gelassen, haben einmal die Waffe, den Verschluss nach hinten gezogen, haben die Patrone, die ausgeworfen ist, in die Hand gekriegt. Haben nicht daran gedacht, das Magazin rauszunehmen. Ne? Dann haben sie den Verschluss wieder nach vorne gemacht. Dann wurde eine neue Patrone zugeführt. Und dann haben sie Mündung in die Tonne genommen und haben abgedrückt, um halt den Schlagbolzen nach vorne zu führen. Also die Feder zu entlasten. Ne? Damit die Waffe nicht die ganze Zeit fertig geladen herumsteht. Ne? Ja, und dann hat es dann geknallt. Das kam schon mal vor. Da muss man aufpassen. Ne? Und
Dann hielt es nur, dann half nur eins, man musste das offiziell ins Wachbuch eintragen, dass eine Patrone natürlich fehlte, ne? Auch wenn es so Geschichten gibt, wo mal welche immer eine Patrone in der Tasche hatten, um die dann zu ersetzen. Aber es fiel natürlich auf wegen der Werknummer, ne? Wegen der Losnummer auf dem Patronenboden. Wenn einer nachgeguckt hat, gab es blöde Fragen, ne? Und was wir sehr oft hatten, ich habe immer als Wachhabender die Patronen überprüft, ne? Weil wenn man das 20 mal, 30 mal immer Waffe entladen, wieder laden, entladen, dann wurde irgendwann der Geschosskopf locker, ne? Dann konnte man irgendwann den Geschosskopf so abziehen, ne? Dann muss die Patrone auch ausgetauscht werden. Ja, das war schon ein Abenteuer immer, muss ich sagen. So, das waren so ein paar Beschreibungen, wie die Wache funktionierte, wie die Abläufe waren, welche Wachen wir hatten in Barme, welche wir bespielen mussten. Und ja, eigentlich, schwupps, schreibt in die Kommentare, habt ihr selber noch Wache geschoben damals? Es müsste ja so die Soldaten betreffen, die sofort 2000 oder so beim Bund waren. Ich glaube, danach gab es überall Zivilwachen, meine ich, ne? Habt ihr auch irgendwas Lustiges erlebt? Habt ihr was Trauriges erlebt, ne? Zum Beispiel, wo ich OVWA war, haben wir das sofort mitgekriegt. Da wurde in Gießen ein OVWA erschossen, weil der nachts eine Wache kontrolliert hat. Ne? Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Ich habe in den ganzen Jahren nicht einmal nachts eine Streife, wenn die in der Kaserne unterwegs war, irgendwie aufgelauert und kontrolliert. Ne? Weil da hätte ich, das war mir viel zu riskant, nicht, dass die aus Reflex dann abdrücken oder so, weil die Waffe, dieses G3 war ja fertig geladen nachts. Ne? Und das ist in Gießen passiert, da haben sie einen Oberfeldwebel aus dem bei der Kontrolle erschossen und da habe ich gesagt, das so berühmt möchte ich nicht werden. So, da habe ich keinen Bock drauf, ne? Aber gut. So. Ja, das war es eigentlich auch schon, was ich sagen wollte für heute. Schreibt, wie gesagt, schreibt mir mal, habt ihr Wache geschoben? Wie fandet ihr es? Habt ihr Erfahrung mit Zivilwachen? Ne? Die Zivilwachen, die ich kenne, waren alle, ich sag mal so, nicht sehr, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht unglaublich viel Vertrauen an den Jungs, aber gut, machen ja auch nur ihren Job. Ne? So, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Demnächst gibt es wieder ein schönes Video über Uniform, Ausrüstung und so. Lege ich gerade alles hin, lege ich alles raus. Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.